Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche einen guten Empfang. Ich bin Eliane Bartel und führe Sie durch die heutige Sendung. Im Studio besucht uns heute Frau Frieda Fehr. Herzlich willkommen. Und mit ihr unterhalte ich mich zum Thema Verlust der Mutter im Jugendalter durch den Tod. Nach einer kurzen Pause steigen wir hier direkt ins Thema. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema Verlust der Mutter im Jugendalter durch den Tod. Frieda, kannst du dich selber einmal vorstellen? Ich bin Frieda Fehr, wohne in La Plata und bin im Dorf Neuhof aufgewachsen, komme aus der Kolonie Männer. Mein Mann heißt Levi Fehr. Wir sind seit 32 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter. Der Älteste ist ausgezogen, die anderen beide wohnen noch zu Hause. Sie haben alle ihre Arbeit. Unsere Tochter ist zum Studium in Asunción. Ich arbeite überall mit bei unserer Arbeit, die wir haben. Wir tun Wasser sammeln und verkaufen und haben auch noch Landwirtschaft. Ich arbeite oft in unserer Offizine oder Büro. Und die Hausarbeit lässt ja auch nicht auf sich warten. Und mein Beruf ist Krankenschwester. Habe früher mal Krankenschwester gelernt, arbeite jetzt aber nicht, weil viel anderes zu tun gibt. Und meine Hobbys sind, Tiere mag ich sehr, Pflanzen, blühende Pflanzen verschönern den Hof. Und Handarbeit mache ich gern. Auch das Lesen ist für mich ein guter Zeitvertreib. Du möchtest uns mitteilen, was du in den jungen Jahren erlebt hast, als du deine Mutter nach einem Krebsleiden abgeben musstest. Wie hast du deine Mutter in Erinnerung? Meine Mutter war eine arbeitsfreudige Frau. Sie hatte aber als Kind Kinderlähmung gehabt und dadurch waren ihre Kräfte oft begrenzt. Aber sie hatte einen starken Willen und einen starken Glauben und das war für uns ein gutes Beispiel. Sie hatte viele Ziele im Leben und war, man würde sagen, im besten Alter, 43 Jahre, als sie ihre Diagnose erhielt. Und sie hatte auch mal den Beruf Krankenschwester erlernt und damit hat sie in ihrer Umgebung viel gedient. Weil es war ziemlich entfernt von La Plata und wenn Leute da waren, die krank waren, besonders mit Augenproblemen oder so, kamen sie immer zu ihr und sie hat vielen geholfen. Das könnten sein, wer da wollte. Mennoniten, Indianer, alle mochten sie gern. Und sie hat das immer freudig getan. Und wir haben sie sehr geschätzt. Wie sah dein Leben aus in der Zeit, als deine Mutter erkrankte? Ich war damals 15 Jahre und ging zum Kollegium in La Plata. In der Woche wohnte ich dann in La Plata, weil es dort im Dorf noch nicht Kollegium gab. Und bin nur am Wochenende nach Hause gefahren und habe dann im Haushalt mitgeholfen, wo ich konnte. Das war oft nicht so sehr leicht, von der Familie weg zu sein in der Woche, aber ich hatte großes Interesse am Lernen und mein Traum war immer, auch Krankenschwester zu lernen und dafür musste man zum Kollegium gehen. Und was war deine Reaktion auf diese Tatsache, dass deine Mutter Krebs hatte? Ich hatte mich schon in jungen Jahren zu Jesus gewandt, aber durch diese Nachricht wurde mein Glauben tief erschüttert. Alles bäumte sich in mir auf. Ich dachte so, das kann doch nicht sein, weil ich hatte ja einen Bruder, der ist jünger wie ich. Und weil wir so eine kleine Familie sind, dann soll noch unsere Mutter weg, weil bei den meisten, wenn das die Diagnose Krebs ist, dann hängt das mit Sterben zusammen und jeder hat ja den Gedanken. Und ich sagte zu Gott,
Das kann nicht sein, nicht unsere Mutter. Ich mochte meine Mutter sehr, weil ich keine Schwester hatte, hatten wir auch ein gutes Verhältnis. Und das konnte ich nicht verstehen, dass sie gerade sie krank geworden war. Und habe mich innerlich aufgebäumt dagegen. Gesprochen habe ich aber mit niemandem darüber. Es war damals nicht so, dass man mit irgendwem darüber sprach. Meine einzige gute Vertrauensperson war ja halt meine Mutter. Und die hatte ja selbst viel Schweres in dieser Zeit durchzukämpfen. So hatte ich den Eindruck, ich müsste es selbst überstehen, habe das so für mich alles dann behalten. Mhm. Und das war oft nicht so einfach. Wir gehen in eine kurze Pause und dann sprechen wir hier weiter. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema Verlust der Mutter im Jugendalter durch den Tod. Frieda, kannst du uns den Alltag beschreiben, wie es dann für dich war in dieser Zeit, als deine Mutter krank war? Damals, als sie die Nachricht erhielt, dass sie Krebs hatte, Brustkrebs, dachten wir so, mit einer Behandlung und später Chemotherapie würde sich das alles dann wieder zum Guten wenden. Mhm. Und sie bekam dann auch ein paar Operationen hintereinander und nachher fuhren sie für 5 Wochen nach Ascension, mein Vater und meine Mutter, zur Chemotherapie, Strahlentherapie war es damals. Und in dieser Zeit ging ich in Loma Plata zur Schule und mein Bruder blieb bei anderen Leuten. Das war für mich eine sehr anstrengende Zeit. Ich konnte mich kaum auf das Lernen konzentrieren, aber irgendwie schafften wir das, weil wir hatten ja die Hoffnung, dass sie würde gesund werden. Mhm. Und mein Vater kam einmal inzwischen zurück, aber er war auch ziemlich mutlos mit allem. Er musste ja seine ganze Wirtschaft an andere abgeben und so weiter. Aber meine Mutter ging es dort auch nicht gut. Sie musste die Behandlung unterbrechen und sie kamen nicht mit dem Resultat zurück, das sie sich erhofft hatten. Mhm. Die Ärzte haben nachher dann gesagt, dass sie gesund sei, aber sie war ständig sehr müde und hat es selbst nicht so recht geglaubt. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann nach einer gewissen Zeit kamen wieder frische Beschwerden. Es wollte nicht mehr mit dem Essen funktionieren. Sie konnte nicht richtig schlucken. Mhm. Und für eine Linderung musste sie wieder nach Ascension. Und nachher, als sie dann zurückkamen, hat es eine Weile auch besser geschafft. Aber es wurden immer mehr innere Organe befallen und sie wurde immer schwächer. Mhm. Ihr größter Wunsch war, dass sie nicht sehr lange bräuchte bettlägerig sein. Und den Wunsch hat der Vater im Himmel ihr dann auch erfüllt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ihr in der letzten Woche geholfen habe zum Banjo gehen. Sie war sonst eine ziemlich große, starke Frau und wie dünn und kraftlos sie schon war, aber der Glaube an Gott hat ihr jeden Tag geholfen. Mhm. Und zuletzt brachten wir sie dann zum Hospital, wo sie dann auch nur 4 Tage brauchte sein. Mhm. Sie starb damals um 1 Uhr nachts. Ich war vorher noch bei ihr gegen Abend und verabschiedet hatten ja wir uns schon früher, weil die Nieren versagten und sie fiel zuletzt ins Koma. Mhm. Unser Vater hat uns dann morgens die Nachricht gebracht. Mein Bruder und ich waren bei unseren Großeltern. Mhm. Wie war dann die Begräbnisfeier? Meine Mutter hatte ja eine Krankheit, die dauerte 1 Jahr und 8 Monate. Mhm. In dieser Zeit hat sie sich überlegt, wie ihre Begräbnisfeier aussehen sollte. Mhm. Sie hatte
eine Gruppe Frauen, mit denen sie immer zum Frauenverein fuhr. Mhm. Und noch andere aus dem Dorf, die sollten auf der Feier singen. Sie hat ihnen die Lieder gegeben und die wussten genau Bescheid, welche Lieder sie da singen sollten. Mhm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche es waren, aber ich kann mich noch besinnen, dass mein gewesener Dorfschullehrer, der hat damals die Predigt gehalten, das war Bruder Franz Thiessen. Er sprach über das Thema Unser Ziel, die himmlische Heimat. Mhm. Auch hatte meine Mutter ihre Schwägerin gefragt, zum das Kleid nähen. Mhm. Es war ein schönes Halblos. Und auch ließ sie einen Spruch anfertigen, den sie ihr reingelegt haben im Sarg. Aus 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Mhm. So, sie hatte alles schon vorbereitet. Und weil es zu jener Zeit keine Kühlkammern gab, haben wir die Begräbnisfeier noch am selben Tag gemacht. Mhm. Gegen Abend. Es war sehr heiß, es war am 5. Dezember. Und das war ein schwerer Tag für uns. Aber es war ein schöner Tag. Wir gehen in eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema Verlust der Mutter im Jugendalter durch den Tod. Frieda, nach dem Tod deiner Mutter hast du dann den Beruf als Krankenschwester erlernt. Wie war es möglich für dich, in dieser schweren Zeit diesen Beruf zu erlernen? Ich hatte schon als Kind immer den Traum gehabt, auch Krankenschwester zu werden, wie meine Mutter. Mhm. Und ich hatte mich schon angemeldet, und während sie krank war, und hatte auch die Bestätigung bekommen, dass ich anfangen durfte. Mhm. Aber gerade in diesem Sommer davor, dann starb sie. Dann konnte ich irgendwie noch nicht ein Jahr dazu finden, wieder von zu Hause wegzuziehen, meinen Vater und meinen Bruder allein zu lassen mit allem, dem Haushalt und so weiter. Mhm. Aber mein Vater hat sich eine Hilfe gesucht und gesagt, ich solle das nur lernen. Und ich habe dadurch auch wirklich viel im Leben lernen können. Ich zog zum Schwesternheim in Loma Plata. Da war ich immer mit vielen Mädchen zusammen, was mir sehr gut getan hatte, weil ich keine Schwester hatte. Mhm. Hatte ich auf einmal viele und das war auch richtig interessant. Mhm. Dadurch kam ich oft auch an meine Grenzen, aber ich habe viel gelernt. Das erste Jahr war sehr schwer, das Studium und die Arbeit dazu, aber man lernte sich hinein. Und zu Hause allein wäre ich bestimmt sehr einsam geworden. Mhm. Deshalb bin ich heutzutage noch sehr dankbar, dass mein Vater mich gehen gelassen hat. Mhm. Wie hat diese Erfahrung dein Leben beeinflusst? Damals, als wir die Nachricht bekamen, Krebs, dann habe ich rebelliert, bin irgendwie gegen Gott und seinen Plan gewesen. Und damit musste ich paar Jahre arbeiten, bis ich mich durchfand. Mit 18 Jahren konnte ich ein Ja zu dem finden, wenn ich es auch noch nicht verstand. Und habe mich damals dann angemeldet zum Taufunterricht und bin in die Gemeinde gegangen. Mhm. Wo ich heute dann auch noch einmal bin. Mhm. Okay. Das Gute ist ja, dass Gott uns immer wieder Kraft gibt und uns damals auch getragen hat. Unsere Eltern hatten damals sehr viel Besuch und bestimmt haben auch viele sehr für uns gebetet. Mhm. Okay. Möchtest du den Zuschauern zum Schluss noch etwas mitgeben? Ich bin mit diesen Erfahrungen reich geworden im Leben. Ich habe dies erfahren, was nicht
alle haben. Und dadurch konnte ich auch im Beruf als Krankenschwester oft Leute verstehen, die durch ähnliche Situationen gegangen sind damals. Mhm. Und auch heute noch, wenn wer schwer krank ist oder so, ich fühle das mit ihnen, weil wir Ähnliches erlebt haben. Mhm. Die Behandlungen und alles sind ja heutzutage schon ganz anders, aber der Kampf bleibt immer wieder derselbe. Und ich möchte die Leute Mut machen, vertraut auf Gott und nimmt immer einen Tag auf einmal. Mhm. Er gibt uns Kraft, wenn wir ihn darum bitten und steht uns treu zur Seite. Mein Taufspruch damals, den ich dann für mich genommen habe, ist: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mhm. Wenn wir das auch oft im Moment noch nicht verstehen, aber er hat mit allem einen Plan. Mhm. Vielen Dank, Frieda, für diese Geschichte, für deine Lebensgeschichte. Danke, dass du hier warst. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Ich danke, dass Sie dabei waren. Wir danken auch RSSE für diese Sendezeit. Die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass meine Mutter gern gesungen hat. Und einer ihrer Lieblingslieder, die sie gerne sang, wenn es ihr mal nicht so recht gut ging oder der Alltag allerlei abverlangte, ist das »Solange mein Jesus lebt«. Ganz gewiss, das ist mein Paradies.